Willkommen zurück hier zu Gothic mit einem Almanach im Gepäck und einem Goblin irgendwo hinter mir, da unten. Was macht der denn da? Der ist da wohl... Ey! Der ist da wohl runtergefallen und kam nicht mehr hoch. Ist ja lustig. genau. Eigentlich wollte ich jetzt den Almanach abliefern, aber erstmal futter ich noch eine Runde Zeug. Gebratenes Fleisch. Ich glaube, davon werde ich auch noch genug kriegen. Ich habe ja derzeit 99 und nochmal genauso viel rohes Fleisch. 98. Und jedes weitere Tier, das ich erlege, oder fast jedes, naja, nicht jedes, aber... Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Viele, viele Tiere. Geben Fleisch. Das heißt, da wird erstmal kein großer Mangel entstehen. Allerdings bin ich jetzt ganz froh darüber, dass ich das ganze Kleinkram erstmal los bin. Weil es sonst einfach immer so ewig dauert, das Inventar durchzugehen. Gerade bei den Essenssachen hat man da sehr viel Zeug. Das bei den Waffen ist tatsächlich selbst verschuldet von mir und liegt auch daran, dass ich so ein bisschen gierig bin, dass ich bei den Händlern immer in der Lage sein will, mir alles Mögliche zu leisten. Was allerdings letzten Endes alleine darauf beruht, dass ich bei den letzten Mal, als ich Gothic gespielt habe, das ist schon einige Jahre her, aber ich hatte immer Probleme mit dem Geld. Ich hatte immer Probleme, ich hatte keine gute Waffe, ich hatte keine gute Rüstung, ich hatte immer Probleme mit dem Geld und deswegen habe ich mir für dieses Mal vorgenommen, zumindest dieses eine Problem endgültig zu lösen, endgültig aus der Welt zu schaffen. Nicht zuletzt, weil das ja dann auch für die Zuschauer meiner Meinung nach relativ langweilig wäre, wenn ich immer eigentlich nur dabei wäre, mich mehr oder weniger zu prostituieren, um irgendwie Geld herzukriegen. Ja. Schreibt doch mal einen Kommentar, wie ihr das seht, ob ihr mir lieber zugucken wollt, wie ich mich anstelle und es einfach nicht auf die Reihe krieg. Aber ich glaube, die meisten dürften das ähnlich sehen wie ich. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Oh Mann, du bist so faul, Junge. Und ich dachte schon, ich wäre faul, so im RL. Meine Güte, ist der faul. Er hat's verbockt, ja, er hat das Ding verschlammt. Nee, Blödsinn, stimmt gar nicht. Da wurde er geklaut, er hätte es zurückholen sollen. Trotzdem, ehrlich, so faul. Schlimmer als ich selber. Dann schickt er auch noch mich rüber. Erst schickt er mich das Ding für ihn zu holen und dann schickt er mich das Ding für ihn abliefern. Immer wieder die. Und er achtet sogar sehr drauf, sich nicht zu überarbeiten. Ich vermute, dass das am relativ starken Sumpfkrautkonsum liegt. Das hat ja so... Was willst du? So hat ja so das... geht ja so das Gerücht um, dass es faul und träge macht. Ich habe das Buch gefunden. Yeah. Gute Arbeit! Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Was willst du? Ich will wissen. Belohnung, natürlich. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Moor, sehr cool. Spruchrolle. Gib mir die Spruchrollen. Kann ich wenigstens benutzen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir sehen uns. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Was habe ich denn bekommen? Feuerball hatte ich gerade schon. Heilung, weiß nicht. Das hatte ich schon. Schlaf. Aha, Schlaf. Das klingt interessant. Damit kann man bestimmt Leute, naja, einschlafen lassen. Wer hätte es gedacht? Sag mal, bist du zu blöd, eine Leiter zu benutzen? Mal wieder? Meine Güte.
Ja, Schlaf ist bestimmt interessant, um irgendwo einzubrechen. Ich frage mich allerdings auch, ob man damit nicht zum Beispiel etwas stärkere Gegner, naja, einfach außer Gefecht setzen könnte. So, und ich soll bei Nacht zum Tempel kommen. Dann schlafe ich doch einfach mal bis Mitternacht. Gute Nacht, wir wechseln uns gerade ab. Er will nicht das vorgewärmte Bett nehmen. Na gut, kann ich verstehen, würde ich auch nicht tun, wenn ich ein frisches zur Verfügung hätte. Und bevor ich jetzt zur Anrufung des Schläfers gehe, werde ich der Tradition nach, die ich gerade selber so genannt habe, nochmal speichern. Wer weiß, ob was schief geht, ob alles klappt. Die lange Zeit des Wartens, ja, ist nun sowas endlich meine ich. Vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Und damit sind wir in Kapitel 3. Vielleicht hat man es gemerkt, dass ich zwischendrin einen Schnitt gemacht habe. Das liegt daran, dass ich dachte, dass mich direkt vor der Zwischensequenz jemand angesprochen hätte. Und ich wollte das dann nochmal testen, ob das funktioniert. Aber dann habe ich gemerkt, das war nicht so. Und deswegen habe ich die Sequenz gerade rausgeschnitten. So, der hat hier nichts mehr zu quatschen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich guck mal nach dem Typen da oben. Da ist einer umgefallen. Mal gucken, ob es da irgendwas zu entdecken gibt. Ob die da irgendwas zu erzählen haben. Kann ich den ausrauben? Das wäre jetzt ein bisschen arg daneben. Nein! Ach, verdammt. Seit der Zwischensequenz spinnt die Steuerung ein bisschen. Irgendwie habe ich heute nicht wirklich Glück bei dem Spiel, gefühlt. Na, und da spinnst du schon wieder. Ach, meine Güte. So, jetzt. Was willst du? Nein, nicht wieder. Wir sehen uns. Keine. Möge der Schläfer dich erlocken. Keine Crawler-Zangen geben. Hast du was zu sagen? Kannst du mich trainieren? Zum Beispiel Magie. Kannst du mich trainieren? Oder Zweihänder. Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst.
Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Ich wollte kein Erz, ich wollte nur wissen, ob ich auch was dafür kriege. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Mal wieder Talas. Habe ich schon erwähnt, dass die Steuerung spinnt? Wo ist der Ring? Da. Ich habe hier einen Ring der Gewandtheit, Geschicklichkeit plus 5 und jetzt habe ich einen Ring Schutz vor Pfeilen. Es fehlen zwei. Ach so, ich hatte noch einen Bogen ausgewählt, nicht wahr? Ich glaube ja. Ja, die Geschicklichkeit, die brauche ich nicht. Ich brauche ja keinen Bogen. Was ich allerdings tun möchte, ist nochmal eine Runde zu speichern. Und dann würde ich mich gern nochmal innen drin im Tempel umgucken. Wenn ich mich nämlich nicht getäuscht habe, haben die haben doch irgendwen da gerade reingeschleppt, oder? Andererseits dürfte er dann ja auch nicht mehr draußen liegen. Was er ja natürlich tat. Mal schauen, vielleicht haben die Sklaven hier jetzt irgendwas zu sagen oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht kann ich jetzt die Kisten angucken. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ach verdammt. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Gut, da rechts ist auch eine drin, aber hier drüben ist glaube ich keine. Haha. Verdammt. Rechts war es nicht. Links, links, rechts. Rechts war es nicht. Links, links, rechts, links, links war es auch nicht. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Ah ja, okay, das war's. Zwei Heiltränke, vier Mana-Tränke, bisschen Futter. Aha. Und Erz. Und ich habe übrigens gerade die Taste nicht gedrückt gehalten, genauso wenig wie ich es jetzt tue. Es liegt einfach daran, dass die Steuerung mal wieder spinnt. Verdammt. Nein! Du sollst nicht hier rüber. Du sollst da hin. Meine Güte. Das ist doch echt blöd. Ach Gott, ich muss das Spiel neu starten. Ich kann so nicht weiterspielen. Genau. Naja, die Folge ist eh schon fast zu Ende zeitlich. Meine Güte! Wer immer nach rechts laufen will. Das gibt's doch nicht. So, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier eine Runde speichern. Und ich bedanke mich schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Und in der nächsten Folge geht's dann hier weiter mit Talas in Richtung Orks. Was kann schon schief gehen?
Tschüss.